Aber es wird. Runter. Berg weg da. Ja, sehr schön. Na, dann ziehe ich in der Zeit schon mal die ersten Bahnen. Wie lange, oder bist du da gleich fertig? Ich bin 100. Okay, gut. Dann ziehe ich keine Bahn. Flock den ein und fahr den in den Unterstand drüben rein. F1. Jetzt will ich mal gucken. Immer aufklappen. Und mal gucken, ob das mit den Tasten, die ich jetzt belegt habe, für den Arbeitsmodus, ob das funktioniert. Arbeitsmodus wechseln. Ich habe jetzt aber hier. Ja, funktioniert. Wir sehen jetzt unten links, also unten auf jeden Fall in dem Fenster. Arbeitsmodus links, Mitte, rechts. Habe jetzt drei Knöpfe für. Sehr schön. Dann lassen wir es auch gleich auf rechts. Ich schiebe nämlich alles nach rechts rüber. Erstmal. Gut, dann kann F1 wieder aus. Theoretisch kann ich dir sogar, glaube ich, direkt hinterherfahren, weil du hast sogar noch eine größere Arbeitsbreite als ich. Oder wir haben die identische, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall kannst du schneller fahren. Ah, Mama. Achso, ich weiß jetzt nicht, warum ich den hier hingestellt habe. Du hättest auch auf der anderen Seite anfangen können, weil da haben wir einen geraden Schnitt. Hier ist so ein bisschen kruckelig. Ja, fahre ich jetzt einmal ringsrum und dann fange ich hinten drüben an. Oder ich fahre Kreis. Fährst einen Kreis, okay. Aber du kannst sogar breiter fahren. Das eine Schneidwerk macht noch gar nichts. Ja. Ja, ich Ich warte sehe, hier auf jeden Fall noch. Das lohnt dass sich du nicht. da was stehen gelassen hast. Obwohl, das ist Nee, ich habe nichts stehen gelassen. doch immer so kleine Zipfel, da siehst du an der Dann Seite, sind oder? das Grafikfehler oder so, glaube ich. Oh, voll auf die Kante gefahren hier. So. Gut, dann warte ich noch ein bisschen mit dem Schwaden. Theoretisch könnte ich eigentlich auch alle anderen Fahrzeuge einfach mal hierher holen. 700er, da können wir den Dings dran klatschen. Den Wender. Wenn ich die Handbremse löse, so. Hier ist auch dieses komische Ja, hier Kamerabewegungsdingsbums. auch schon wieder. Aus, an, aus, an, aus. Passt. Okay, dann hauen wir hier jetzt an den Wender dran und an den Deutz gleich die Presse. Da haben wir auch, glaube ich, alle Schlepper im Einsatz. Perfekt. Nee, nicht ganz. Wir haben noch den Kla dann nehme ich den Klaas für die Presse. Die Der hat Geschwindigkeit geht hier gerade bis auf 8 runter. bergauf. Ja. Ja, okay. Ja, er ist ja auch jetzt nicht der stärkste Traktor, ne? Der ist schon beinahe untermotorisiert. Da war mir aber auch noch nicht klar, was für ein Feld wir nehmen, um Wiese zu mähen. Das kam ja dann relativ spontan. Passiert. Da gab es den Rasenmäher schon. Habe das Gefühl, die Bremsen ziehen überhaupt nicht, Alter. So, hier den Klaas. Gucke ich gleich rein. Hier, siehst du. Aus, an, aus, an, aus. Perfekt. Jetzt haben wir natürlich wieder keinen Ballensammelwagen, ne? Ätzend. Machen wir denn nun? Extra einkaufen ist ja auch schon wieder bescheuert. Wir leihen uns einfach ein. Ich würde auch bloß ein Leihen für die erste Arbeit und bei der zweiten haben wir dann genug Geld über für einen eigenen. Ja. Ja, hoffen wir. Glaube ich noch nicht so ganz. So, dann haben wir die alle hier. Ballen, 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 Ballentechnik.
Können wir hier Autoload-Ding nehmen oder würde ich schon fast bevorzugen. Erstmal sind die ganze Ecke billiger als der Kollege hier. Den DPW 210, den muss ich irgendwann irgendwo auch noch mal ausprobieren. Den finde ich ja mal mega geil. Ich weiß nur nicht genau, wie der funktioniert, was der kann und was der macht. Ich glaube, der hält die Ballen einfach nur zusammen. Von alleine aufladen oder so kann er die bestimmt nicht. Aber es werden auf jeden Fall eine Menge Ballen drauf gehen. Also wenn wir mal gucken hier. Drei übereinander und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht mal drei bestimmt, würde ich jetzt mal sagen. Hier Beladung links, Beladung rechts. Aha. Cooles Ding. Ja, dann nehmen wir einfach Autoloader aktiviert. Mögliches Automal von Ballen und Paletten. Das war schon wieder teuer. Die haben wir schon ausprobiert. Hier 34 Ballen. 30 Ballen. Den hier. Den nehmen wir. 25.000. Können wir den auch eigentlich kaufen? Ja, wir mieten den trotzdem erstmal nur. Mieten. Yes. Yes. Rück. Rück. Dann hüpfe ich nochmal in den LKW rein. Können wir hier auch mal gleich die restlichen Tore aufmachen. Ja, wir werden den hier brauchen mit Agrarbereifung. An, aus, zack. Ich hab doch gerade. Also. Irgendwie buggt das hier alles heute, ich weiß nicht. Auch mega ruckelig. Oh, Schranke zu. Wer macht denn sowas? Aber so gehört sich das ja auch. Und auf geht's. Ruckel, 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 ruckel. Vielleicht stimmt irgendwas bei der Einstellung nicht oder so. Ich überlege gerade, ob es eventuell an meiner CPU liegt. Lass doch im Windows hier den Taskmanager mitlaufen. Da kannst du System. Da siehst du die Belastung und alles. Ja, die ist 70% ausgelastet. Ich habe sie jetzt, nachdem ich sie auch geköpft habe, mal leicht übertaktet. Und dementsprechend, glaube ich, nimmt er sich ja auch dann im OBS zum Bearbeiten der Videos auch dementsprechend mehr Leistung. Ja. Also sie wird auf jeden Fall gerade relativ warm. Eventuell muss ich sie auch wieder nochmal ein bisschen runtertakten, weil ich habe ja auch nur einen Luftkühler. Könnte jetzt natürlich sein, dass er das Übertakten nicht ganz so geil findet. Weil von eigentlich 4,3 GHz, wenn er in den Boost geht, auf jetzt 4,7 GHz, ist schon ein dezenter Unterschied. Okay. Ja, ich fahre den jetzt nochmal eben fix nach Hause und dann gucke ich mal eben, ob die Aufnahmen denn überhaupt flüssig laufen. Wenn nicht, muss ich hier auf jeden Fall nochmal gleich, oh, was verändern. Dann Hoppala. lassen wir die Wiese noch mal wachsen, dann machen wir das noch. Ja. Dann war das einmal alles umsonst.
Eins, im Silo ist es drin, wir haben ja noch ein leeres. Ey, dieser Verkehr, ne? Ich mach den Verkehr, der geht mir so auf den Sack, Alter. Dieser dämliche Verkehr. So, Verkehr, Verkehr aus. Ständig fahren die einen in die Anhänger und Alter. Boah. Da fällt mir nur eins. Rubello. Ja, aber irgendwie ist es merkwürdig. Ich meine, er ist jetzt übertaktet und hat ja eigentlich noch mehr Dampf als vorher. Wieso es denn ausgerechnet jetzt anfängt zu ruckeln? Es erscheint mir gerade noch nicht so ganz. Kann er tatsächlich sein, dass sich dadurch jetzt das OBS sich prozentual die Leistung nimmt? Kannst du das nicht festlegen, wie viel das sich zu nehmen hat? Ja, du kannst nur einstellen zwischen fast, faster, very fast, slow und super fast, okay. Und das ist halt nicht wirklich aussagekräftig. Ja, aber bei unserem Konstruktionsprogramm, da kannst du wirklich sagen, nimm so viel von dem, nimm das von dem. Ich werde die Pause jetzt mal eben einlegen, um mal zu gucken, ob die Aufnahme denn überhaupt vernünftig läuft. Ich hoffe es ja. Also bei mir läuft es fließend. So. So, meine Freunde, ja, Unterbrechung musste mal eben kurz sein. Ich habe jetzt, ja, mein übertaktetes mal wieder rausgenommen, habe ihn auf Standardtakt gefahren. Jetzt läuft er auch immer noch perfekt. Habe keine Ruckler mehr drin, läuft auch deutlich kühler. Also ich denke mal, es lag tatsächlich am Übertakten, dass sich OBS dann dementsprechend prozentual irgendwie mehr gönnt oder so. Und er dann einfach so warm wird, dass es hier zu Rucklern kommt, weil er sich zwischendurch mal ein bisschen runtertakten muss. Ja, machen wir aber irgendwann, wenn meine Wasserkühlung eingebaut ist, dann wird er auch mal übertaktet. Und aber auch dazu kommen dann irgendwann mal Videos. Ja, währenddessen hat auch Paradeus eine kurze Pause gemacht, hat sich jetzt gerade schon in den Schwader gehangen. Dann schwinge ich mich jetzt nämlich in die Ballenpresse. So, auf geht's. Handbremse lösen. Fahren wir Bahnen oder fahren wir Kreise? Mir sind Bahnen immer lieber, also mir persönlich. Ja, musst du weniger Steuern machen, gell? Genau. Ja. Weil Kreise ist halt gerade mit Ladewagen und so, meistens, oft triffst du dann irgendwann den Radius nicht mehr, da musst du immer vor- und zurücksetzen, bis du alles drin hast. Ja. Oh, diese blöde Kante hier drin, ne? Hätte ich mal ein bisschen abflachen sollen. So. Oh, Alter. Alter. Jetzt hat er aber zu kämpfen. Ist nur die erste, die so brutal ist. Ja, das macht aber nichts. Dementsprechend fliegen die Ballen auch gleich hinten raus. Obwohl, ja gut, noch nicht. Jetzt müssten eigentlich gleich die ersten rauskommen. Also du kannst Baller ruhig gerne zwei, drei zusammen. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, also du fährst halt deutlich mehr, aber dafür ist das Sammeln nachher, glaube ich, auch angenehmer. Okay. Und wo andererseits ist auch, eigentlich ist es wiederum auch Pelle. Kannst auch, mach so. Weil wenn du jetzt mehr fährst, dann bringt's ja, ob einer von uns, einer muss ja mehr fahren, der sammelt oder der schwadet. Ja. Ach, das wird. Im Endeffekt landet's als Ball. Genau. Ja, ich will mal gucken, wie viel ich jetzt mache. Also so ultra viel, weiß nicht, was können wir denn mal anpeilen? 15? 15 mal 4000 Liter. Das sind 60.000, ne? Ja. Achso, ja klar, sind ja 4000. Ja, ja, 60.000. Genau. Ich glaube, 60.000 ist erstmal, dürfte für die Schafe reichen. Weiß es damit, nicht. Damit müssen ein Weilchen hinkommen. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt reingeht bei. Wie viel Schafe? Ich glaube, 100 Schafe gehen rein. Oder waren es mehr? 180? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Jetzt wäre natürlich ein Ballenzähler gut, ne? Gab's mal, ob das beim 19er auch ist? Ne, im 19er gibt's den glaube ich noch nicht.
Habe ich noch nichts von gesehen und gehört. Ja, ich fahre hier erstmal zwei, drei Bahnen bei den kleinen Schwaden. Fallen jetzt hier auch nicht so viele Ballen raus. Wobei wir auch gucken müssen, dass wir halt hinterher. Achso, warte mal. Schwade noch nicht alles. Wir müssen noch Heu Ja. machen, ne? Denkt dran. Ja, ich hätte jetzt die Hälfte ungefähr gemacht. Ja, mach weniger als die Hälfte. Gut, dann Machen halt noch zwei solche Bahnen und dann. genau so ein Drittel ungefähr, weil wir deutlich mehr Heu brauchen als Gras. Danach sollten wir uns lieber richten. Das ist, glaube ich, wichtiger. Ja, dann mache ich gerade den, den ich jetzt mache, von beiden Seiten und fertig. Ja, genau.